Die erste Reihe beim DTM-Rennen in Spa-Francorchamps komplett in Porsche. Der rote Thomas Breining, der SSR Performance Grüne, so nennt sich diese Farbe. Daneben Dennis Olsen, der Norweger. Lukas Auer, der beste von den Meisterschaftskandidaten, auf Startplatz 3. Aber Auer gleich mal bei der ersten Anfahrt zur berühmten Rouge-Kurve mit dem Versuch, Druck auf den zweiten, auf Thomas Breining auszuüben. Achtung, zwei Autos nebeneinander und Breining fast mit dem Dreher meisterlich abgefangen, sortiert sich auf Platz 8 wieder ein. Thomas Breining, der Österreicher. Und vorne der Kampf Lukas Auer gegen Dennis Olsen. Die Meisterschaftsfavoriten Mirko Bortolotti und Sheldon van der Linde von 20 bzw. 22 losgefahren, weit hinten im Feld. Und der Blick nach oben immer wichtiger. Hier nochmal der Dreher von Thomas Breining. Eau Rouge zu zweit nebeneinander gefilmt von Laurens Vanthoor. Aber sensationell die Rettungstat von Thomas Breining, der damit einen schlimmen Unfall verhinderte. Und Achtung, Boxenstopp bei Lukas Auer. Vorne links das Rad. Noch nicht fest. Schrecksekunde für Lukas Auer. Schrecksekunde für die Mechaniker. So, Auer had a mistake in his pit stop. So you will not fight Auer in the outlet. Das ist der Funk für Dennis Olsen, dem seine Mannschaft in dem Moment sagte, Achtung. Ja, er hat die Mauer da berührt. Also Dennis Olsen informiert, dass über 3 Sekunden flöten gegangen waren für ihn hier, für Lukas Auer. Aber das sollte noch nicht alles sein. Hier sind die beiden Führenden. Lukas Auer zu diesem Zeitpunkt der Gewinner mit dem Blick auf die Meisterschaft, auf die Punktetabelle. Ein zweiter Platz, das würde bedeuten, Vorteil Auer im Kampf gegen Bortolotti, im Kampf gegen Sheldon van der Linde, die zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten hatten, überhaupt in die Punkteränge zu kommen. Die Überholmanöver, der eine mit der 1, Maximilian Götz mit kalten Reifen, deshalb die Schlangenlinien nach dem Wechsel. Und auch hinten im Feld war was los, Thomas Breining verfolgte Maro Engel, ja, und Rolf Ineichen, der den Grasser Lamborghini verloren hatte in der Bus-Stop-Schikane, knallt Maro Engel ins Auto, der damit ein gutes Resultat nicht verwirklichen konnte. Leichte Berührung unter Teamkollegen. Achtung, Probleme bei Lukas Auer, der immer langsamer wurde. Und es scheint mit dem verpatzten Boxenstopp zusammenzuhängen, dass er hier heute eine Nuller schreibt. Lukas Auer also ebenfalls raus aus dem Rennen. Auch das hier, Teamkollegen, die 33, René Rast, der dreifache Champion, die 3, Kelvin van der Linde. René Rast dadurch einer der Gewinner des Tages beim Blick auf die Meisterschaftstabelle. Und auch Thomas Breining, trotz dieses Drehers in Runde 1, zu diesem Zeitpunkt angekommen auf den Podestplätzen, nämlich auf 3. Und dann einsetzende Scheibenwischerbenutzung. Denn klar, wir sind in den Ardennen, wir sind in Spa-Francorchamps, 3 Autos nebeneinander auf der Camel Straight, unter anderem auch Sheldon van der Linde, der Meisterschaftsführende mit der 31 im BMW M4 GT3. Mirko Bortolotti mittlerweile in den Zählern angelangt. Er vorne im Kampf mit Nick Cassidy, das grün-schwarze Auto. Das ist der krasse Lamborghini von Mirko Bortolotti. Ja, und vorne Maximilian Götz dicht dran in der Schlussphase. Mit frischeren Reifen als Dennis Olsen, der Norweger. Aber es reichte nicht mehr, obwohl am Ende doch mal ein Schauer für Spektakel sorgte. Yes, boy! Congrats, dude. Very good job. Very good job. Thank you for this. Ein perfekter Job. Der erste Sieg für SSR Performance. Der zweite für Porsche überhaupt in der DTM. Und hier Dennis Olsen, der erste Norweger in der Geschichte der DTM, der ein Rennen gewinnt. Nach einer perfekten Vorstellung. Das nochmal der Blick aufs Ergebnis. Gratulation an den Mann des Tages. Gratulation an Dennis Olsen.